In Sachsen wurden an der deutsch-tschechischen Grenze hunderte Erdbeben gemessen. Der sogenannte Erdbebenschwarm begann Mitte März und hält immer noch an. Insgesamt wurden seit Beginn der Serie 692 Erdbeben in der Umgebung registriert. Das stärkste von ihnen hatte eine Magnitude von 2,6, spürbar sind Erdbeben erst ab einem Wert von 3,0. Gefährlich wird ein Erdbeben laut dem Roten Kreuz ab einer Magnitude von 5,0. Das schwerste je gemessene Erdbeben hatte eine Magnitude von 9,5 und fand 1960 in Chile statt.